Eine Frau, Präsidentin beim Märchen Kleeblatt. Man sieht, die Emanzipation hat mittlerweile auch bei uns begriffen. Neben den vielfältigen Aufgaben des Vereins gibt es auch gesellige Ausflüge mit den aktiven und passiven Mitgliedern. Die Unterstützung sozialer Projekte ist ein großes Anliegen des Vereins, wie zum Beispiel in Kambodscha oder Indien, aber auch in der näheren Umgebung wurde bereits mehrmals geholfen. Wir sind stolz darauf, eine der größten Veranstaltungen in Blankenese mit ca. 8000 Mitwirkenden und Zuschauern veranstalten zu dürfen, wobei uns die Gemeinde Blankenese immer sehr unterstützt. Ohne diese Unterstützung wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Gemeinde und speziell den Mitarbeitern des Bauhofes und der Ortspolizei. Diese tolle Bilanz ist nur mit Mitgliedern und Gönnern möglich, die mit Herz und Verstand hinter dem Verein und der Sache stehen. Im Anschluss haben wir noch ein paar Fotos für euch zusammengestellt. Mit diesem kurzen Einblick in unsere Vereinsgeschichte möchte ich mich mit einem dreifachen Maschkra Maschkra hoch verabschieden. Maschkra Maschkra! Hoch! Maschkra Maschkra! Hoch! Maschkra Maschkra! Hoch!